Ich will noch den Halbsatz ergänzen, den ich hier notiert hatte, der im kleinen Saarland geboren wurde und heute weltweit ein sehr gefragter Redner ist. Ohne Saarland-Werbung geht es nicht. Ja, ganz genau, richtig. Dankeschön. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Können Sie mich alle gut hören? Gut, perfekt. Zunächst mal, ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten. Also wenn man die Oscar wählt, das ist nicht nur Spaß, sondern es ist unglaublich viel Arbeit, weil man muss eine große Menge von Filmen anschauen und viele davon mag man überhaupt gar nicht. Also es ist harte Arbeit, aber nichtsdestoweniger ist natürlich eine schöne Ehre. Ziel meines Vortrags, und ich glaube, einige von Ihnen sind schon recht erschöpft und beansprucht von den ausgezeichneten Vorträgen des Nachmittags, die auch sozusagen die technische Basis für das geschaffen haben, was ich heute Abend mit Ihnen teilen möchte. Insofern, wir werden sehr viele Bilder sehen und hoffentlich wird es relativ leichte Kost. Ich muss vorwarnen, ich habe zwei Gleichungen drin, nur damit man sieht, die muss man nicht verstehen, aber damit man sieht, da steckt auch ein bisschen Mathematik, Physik und vor allem Informatik dahinter. Man fragt mich oft, was wir im Forschungsinstitut von Disney so treiben. Und ich zeige dann gerne Ausschnitte aus Animationsfilmen hier. Das ist ein Clip aus Frozen, einer der kommerziell erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Als dieser Film konzipiert wurde, 3 Jahre bevor der Premiere, haben unsere Animationskünstler uns kontaktiert und gesagt, wir brauchen digitalen Schnee, der realistisch ausschaut. Man muss bedenken, all diese Bilder existieren nur als Computerprogramme und Algorithmen. Nichts davon ist real. Also alles ist im Prinzip Informatik und Mathematik. Das heißt, wir waren dann mit der Aufgabe betraut, digitalen Schnee zu erzeugen. Und wie wir das gemacht haben, einer unserer Doktoranden von der ETH hatte als Ziel, in die Schweizer Berge zu gehen. Das ist der Marius Pappas, der kommt aus Zypern. Also das heißt, der mag überhaupt gar keine Kälte. Er lächelt zwar hier, aber er hat wirklich hart gearbeitet. Und hat auch unter anderem dieses Gerät gebaut. Das ist ziemlich einfach. Das sind ein paar farbige Leuchtdioden, Lichtquellen, mit denen wir Licht in den Schnee injizieren und dann einfach das Diffusionsmuster, also Ausbreitungsmuster von Licht und Schnee mit einer Kamera aufgenommen haben. Das Ganze lieferte die Rohdaten für ein datengetriebenes Verfahren, also nicht ein tiefes neuronales Netzwerk, aber trotzdem eine Art Verfahren des maschinellen Lernens, mit dem man im Grunde genommen die Interaktion von Licht mit Schnee berechnen oder approximieren kann. Und das war unsere Aufgabe. Wir haben das alles verpackt, haben es unseren Animationskünstlern gegeben und die machen damit digitaler Schnee. Deshalb bin ich auch immer stolz zu sagen, das ist digitaler Schnee aus Davos in den Schweizer Bergen, kein amerikanischer Schnee. Also wenn Sie das sozusagen auch verbuchen. Das heißt, was wir bei Disney tun, ist eigentlich Forschung und Entwicklung neuer Technologien für die Filmproduktion. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zeigen, welche, die schon in Filmen verwendet werden, aber auch ein paar spekulative, die dann in der Zukunft verwendet werden können. Im Grunde genommen ist es so, wenn man Filmproduktion anschaut, dann wird ein Film wie in einer Pipeline produziert, in einer linearen Abfolge von einzelnen Aufgaben. Das beginnt mit der Vorvisualisierung und Simulation bestimmter Szenen, dann kommt die eigentliche Filmproduktion. Und es gibt dabei keine großen Unterschiede zwischen Animationsfilmen und Live-Action-Filmen, also den realen, mit realen Schauspielern. Wenn man fertig ist, sozusagen am Set oder mit der Produktion, da kommen die Spezialeffekte drauf. Das nimmt teilweise sehr viel Zeit in Anspruch. Und dann irgendwann macht man auch Postproduktion und am Schluss wird der Film dann gemastert, wie man sagt. Da werden verschiedene Formate erzeugt. Bei großen Filmen sind das 2000 verschiedene Formate in digitalen und analogen und die werden dann überall in der Welt ausgeliefert. Und wir überdenken im Grunde genommen diesen ganzen Prozess mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Und zwar einerseits, um die Effizienz der Produktion zu erhöhen und auch Kosten zu reduzieren, andererseits aber, um unseren Künstlern Werkzeuge zu geben, um ihre Geschichten noch besser und noch schöner zu erzählen. Und ich möchte jetzt ganz kurz noch einmal definieren, was wir unter künstlicher Intelligenz verstehen in diesem Kontext. Im Prinzip vieles dessen, was wir tun, und wir haben das heute Nachmittag in jedem technischen Detail gehört, auch in jedem der Vorträge,
basiert auf neuronalen Netzen, auf diesen tiefen neuronalen Netzen, die seit ungefähr 10 Jahren tief sind. Als ich Doktorand war vor 30, 35 Jahren und damit rumexperimentiert habe, die Perzeptrons haben nie funktioniert, nicht konvergiert, sind aus vielen verschiedenen Gründen und deshalb haben wir es irgendwann aufgegeben. Aber jetzt funktionieren diese Mechanismen und das ist sehr schön und sie sind sehr leistungsfähig, wie wir heute Nachmittag gesehen haben. Ganz wichtig ist zu verstehen, das ist nicht die künstliche Intelligenz, wie mir der Herr Walz das sicherlich gerne bestätigen würde. Das ist nur ein kleines Teilgebiet. Es gibt noch generelle Methoden des maschinellen Lernens und es gibt vor allem auch nicht maschinell getriebene oder nicht datengetriebene Methoden der künstlichen Intelligenz. Generell ist es so, dass wenn wir viel Wissen, so kann man es sich vielleicht merken, über ein Phänomen haben, zum Beispiel wenn wir Wasser simulieren wollen, ich zeige das später noch, da wissen wir, das gehorcht den Gesetzen der Physik und wird sozusagen parametrisch beschrieben durch die Navier-Stokes-Gleichung. Dann sollten wir die auch verwenden. Da brauchen wir keinen universellen Approximator, also ein neuronales Netz. Wenn wir aber sehr viele Daten haben, aber sehr wenig Wissen über das unterliegende Phänomen, dann sind eben diese Netze sehr sinnvoll. Und bei vielen Problemen des tagtäglichen Lebens haben wir eben viele Daten, manchmal auch nicht, aber wenig Wissen. Also das vielleicht nur so vorab. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns in dem Forschungsraum des sogenannten Visual Computing bewegen und heute Nachmittag die drei Vorträge haben das perfekt eigentlich dieses Spektrum abgedeckt. Das beinhaltet sowohl die Bildanalyse als auch die Bildsynthese und dann auch Elemente der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens. Wir sind weiterhin auch eingebettet in die größten Filmstudios der Welt. Die Walt Disney Studios sind nicht nur ein Studio, sondern sicherlich bekannt. Es gibt die Disney Animationsstudios, die zum Beispiel Filme wie Frozen rausbringen. Es gibt Pixar, es gibt die Marvel Studios, es gibt Lucasfilm mit Star Wars, es gibt 20th Century Fox seit neuestem, nicht Avatar zum Beispiel. Und es gibt noch Searchlight, also so eine Boutique-Indie-Film-Firma. Und mit all denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Wir sorgen dafür, dass wir die Probleme in der aktuellen Filmproduktion erkennen und dann die entsprechenden Methodiken verwenden. Ich will jetzt drei Gruppen von Beispielen einmal beleuchten. Zunächst mal digitale Menschen. Wie gesagt, heute Nachmittag, insbesondere auch von Christian Theobald mit seinen ausgezeichneten Arbeiten, haben wir gesehen, wie relevant es sein wird, auch in der Zukunft fotorealistische digitale Menschen zu erzeugen. Also jeder kennt den Begriff Metaverse. Im Metaverse werden wir eine zweite digitale Existenz haben und die muss natürlich idealerweise ununterscheidbar sein von unserer realen Präsenz. In Spezialeffekten für Filme ist dieses Problem seit sehr langem bekannt und wir in Zürich haben im Prinzip die letzten 15 Jahre damit verbracht, die Problematik eines sozusagen ausdrucksstarken digitalen Menschen für Spezialeffekte zu untersuchen und voranzutreiben. Treating the Hulk like he's some kind of disease, something hier ist to get rid of. Ein jüngeres Beispiel, das ist Professor Hulk aus Avengers. Und wenn wir uns überlegen, Hulk ist ein humanoider Charakter, also er ist humanoid, er gleicht dem Originalschauspieler, aber er ist so realistisch und kann eine solche emotionale Tiefe projizieren, dass er auch aus dem Film rausspringen könnte und vor uns stehen. Wir würden sagen, es ist absolut realistisch und believable. Man sagt, warum das? Weil am Ende des Tages erzählen wir Geschichten. Und unsere Aufgabe ist es, die Geschichte ist eine emotionale Reise des Protagonisten über die Zeit. Und wir wollen als Firma Charaktere entwickeln, mit denen wir emotional verbinden. Das ist das Wichtige, im Positiven oder im Negativen. Das Gesicht ist natürlich das Element, über das wir Emotionen massiv projizieren und austauschen und insofern müssen wir uns vor allem damit beschäftigen, die Gesichter realistisch hinzubekommen. Es gibt, hier ist jetzt noch ein weiteres Beispiel von Hulk, und da sieht man, dass das Ganze ein digitales, obwohl der so realistisch wirkt, das ist ein digitales Modell, jetzt ohne die entsprechenden Farben und Schattierungen und
dieses digitale Modell wurde im Prinzip aufgenommen mit einer Helmkamera vom Originalschauspieler. Den sieht man hier auf der anderen Seite, der praktisch alle Bewegungen nachahmt und dann auf das digitale Modell übertragen. Und das wird man im Weiteren noch entsprechend verfolgen. Warum sind diese digitalen Gesichter so wichtig? Es gibt in der Psychologie einen bekannten Effekt, der heißt das Uncanny Valley. Ich sehe gerade, wir haben ein Problem im Video hier. Ist das jünger? Nee, das ist nur bei diesem. Ich will ganz schnell über das Slide drüber gehen. Ich weiß nicht, das funktioniert nicht so richtig. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn wir einen künstlichen Menschen bauen, einen Roboter oder halt einen digitalen Menschen, der Einfachheit halber gesprochen, je ähnlicher unser Modell zum realen Menschen wird, desto mehr können wir emotional verbinden. Das macht Sinn. Mit einem Strichmännchen können wir nicht so gut verbinden wie mit etwas, das relativ menschenähnlich ist. Es geht aber nur bis zum gewissen Punkt. Und dann, und hier rechts ist ein sehr schönes Beispiel für das Uncanny Valley, dann tritt ein umgekehrter Effekt ein. Wir fallen in dieses Loch und haben das Gefühl von Ablehnung. Und dann braucht es eben wieder ganz viel Realismus, bis wir quasi ununterscheidbar sind von der Realität, um im Grunde genommen diese emotionale Verbindung herzustellen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir die Pixar-Charaktere anschauen von unserer Animation, die sind alle stilisiert. Und einer der Gründe ist, die sitzen genau hier auf dem Top vor dem Uncanny Valley. Und dann Professor Hulk, der ist jenseits des Uncanny Valley, der ist absolut realistisch. Also er erzeugt keinen Ablehnungseffekt. Nun, wie machen wir das? Also im Grunde genommen sieht man hier einer der Basistechnologien, die wir in Zürich entwickelt haben. Das ist der sogenannte Medusa-Scanner, mit dem wir digitale Modelle von realen Gesichtern erzeugen können. Der besteht aus einer sehr einfachen Hardware. Das sind nur ein paar Kameras und im Grunde genommen entsprechende Lichtquellen. Also man nimmt das Gesicht von verschiedenen Perspektiven auf und dann kann man mit viel Algorithmik und Informatik diese Rohdaten erzeugen. Und Sie sehen, man erzeugt nicht nur ein Modell des Gesichts, sondern man kann die Bewegung der Mikrogeometrie des Gesichts über die Zeit sehr, sehr zuverlässig weiterverfolgen. Das geht sogar hin bis zum Level, bis zur Stufe einzelner Poren, kann man vielleicht hier erkennen. Und das ist exakt die Qualität von Rohmaterial, die wir brauchen, um dann die ganzen Spezialeffekte auf den synthetischen Charakteren durchzuführen. Avengers ist nochmal so ein gutes Beispiel. Da gibt es noch einen zweiten, das ist der Thanos, eigentlich ein Bösewicht. Aber das Charakteristikum von Thanos ist, dass er eigentlich ein unglaublich großes Spektrum von emotionaler Tiefe, von Trauer, von Hass, von Freude abbilden kann. Und um dies, also das ist das Gesicht von Josh Brolin verändert, und um dieses auf dieses digitale Gesicht zu projizieren, brauchen wir genau diese Technologien. Also im Grunde genommen, Thanos, der Avengers, all das wurde mit den Technologien, die ich gerade gezeigt habe, die wir in Zürich entwickelt haben, dann auch gemacht. Wir gehen typischerweise mit auf die Filmsets, zumindest wenn wir eine neue Technologie zum ersten Mal ausprobieren, und übergeben dann aber irgendwann, wenn die Technologie ausgereift ist, das Ganze unseren eigenen Effektstudios, vor allem Industrial Light and Magic, also Teil von Lucasfilm, die viele unserer Effekte machen. Beispiel: Der Originalscanner hat einen Nachteil. Der Schauspieler muss quasi fast arretiert werden, so wie auf einem elektrischen Stuhl ein bisschen, weil der darf sich nicht bewegen, nur das Gesicht. Und das war natürlich bei einem unserer Filme der vergangenen Jahre ein Problem. Da haben wir gesagt, naja, wir wollen eine Neuverfilmung von Aladdin machen. Und der Genie, der ist natürlich entsprechend beweglich, also der kleine blaue Geist, und der wird von Will Smith im Prinzip gespielt. Also mussten wir eine Technologie entwickeln, die es ermöglichte, dass Will Smith sich in diesem Scan-Bereich frei bewegen konnte und wir trotzdem eine ähnliche Qualität von Gesichtsrekonstruktion hinbekommen. Und dazu hat es einen ganz anderen Ansatz gebraucht. Wir haben immer noch ein oder zwei Kameras, die das Gesicht verfolgen, aber wir nehmen den Originalscanner im Grunde genommen. Ist das nur bei Weiß, dass wir hier die Videoprobleme haben? Ist eigentlich ein bisschen unangenehm. Ist das generell oder haben wir es nur bei Weiß?
Nur weiß. Gut, ich habe zum Glück keine weißen Folien, also nicht viele davon. Die Idee war folgendes: Wir nehmen den Scanner, den wir haben, und wir können mit unserem Gesicht zwar eine unendliche Anzahl von Gesichtsausdrücken und Nuancen erzeugen, es gibt aber Grenzen, mit denen wir die Muskelgruppen bewegen können. Und wenn man da sozusagen die einzelnen Extremposen des Gesichtes aufnimmt, das sind ungefähr 24, man kann auch mehr machen, dann kann man damit eigentlich ein Modell bauen, ein Gesichtsmodell, das voll animierbar ist, weil alles, was wir ausdrücken können mit unserem Gesicht, ist darstellbar in einer Kombination dieser 24 Basisgesichter, wenn das Sinn macht. Das hat natürlich den Vorteil, dass man ein sehr hoch aufgelöstes statisches Gesichtsmodell hat und dieses im Grunde genommen zum Leben erweckt mit einer einzelnen Videosequenz. Also praktisch, man braucht nur eine Eingabe und mit der kann man wie in einem digitalen Puppenspiel das Modell antreiben und so über die Zeit verfolgen. Und das ist hier dargestellt. Also links das Eingabevideo, hier das Modell und dann rechts die Überlagerung. Und diese Technologie wurde dann auch, hatte dann Premiere. Wir haben sie hier noch mal weiter getestet mit zwei Kameras. Wir mussten auch noch eine weitere Stabilisierung vornehmen. Man sieht das hier links, ist die Originalbewegung und rechts ist das stabilisierte Gesicht. Also wir alle rigiden Bewegungen, Translationen, Rotationen wurden noch zusätzlich rausgerechnet, damit man lediglich die Deformation des Gesichtes sozusagen hat. Und mit diesem Modell, am Ende des Tages wurde dann auch Aladdin gemacht. Und wenn wir diese Szene anschauen, dann glauben eigentlich viele Menschen, dass das Will Smith ist, aber einfach blau angemalt. Ist er aber nicht. Und meiner Meinung nach ist das auch das schönste Kompliment, das wir kriegen können, weil das zeigt, dass wir jenseits von diesem Uncanny Valley sind. Wir mussten dann die Gesichter, das sind ja nicht alles, wir haben dann viele andere Technologien entwickelt. Hier, das ist ein Augenscanner, weil wir wollten, als wir Star Wars Episode 7 neu aufgelegt haben, brauchte man bessere digitale Augen. Also dieser Scanner hier, der sieht besorgniserregend aus. Ich weiß nicht, die Älteren von Ihnen, ob Sie diesen berühmten Film von Stanley Kubrick kennen, A Clockwork Orange. Uhrwerk Orange, also wir nennen das immer den Uhrwerk Orange Scanner, weil er ein bisschen angsterregend ist. Aber man kann damit mit mehreren Kameras, Lichtquellen und so weiter und so fort digitale Augen, oder Augen digitalisieren, die auf einem unglaublich hohen Detaillierungsgrad liegen. Selbst diese Kapillarstrukturen sind hier sichtbar. Und wiederum, das ist die Qualität von Rohmaterial, die wir brauchen für unsere Spezialeffekte am Ende. Und wurde auch entsprechend verwendet. Wer hat Star Wars gesehen unter Ihnen? Es gibt schon ein paar, ne? Also da sozusagen die Maz Kanata, die weibliche Yoda, kann in die Seele reingucken mit ihren Augen. Und das übrigens, die Augen selber waren die Augen der Frau von einem unserer Forscher, die wir dann sozusagen da verewigt haben. Hier ist auch ein Beispiel. Wenn wir... Jetzt kann man einem Schauspieler ja nicht zumuten, unter diesen Scanner zu gehen, die Augen gewaltsam zu öffnen, sondern was wir wollen, ist im Prinzip ein einzelnes Foto und dann sollte eine intelligente, durch maschinelles Lernen getriebene Methoden das komplette dreidimensionale Auge berechnen. Das ist möglich, weil es nur eine endliche Anzahl von Augen gibt. Die Iris hat eine randomisierte Struktur, aber trotzdem, die Augentypen sind endlich und auch die Geometrie ist ja vernünftig, nicht? Die ist nicht beliebig komplex. Also konnten wir ein Modell bauen, am Ende iPhone, man nimmt ein Bild des Auges auf, hier links Benedict Cumberbatch, rechts sein Auge. Und das wurde dann auch zum ersten Mal in Doctor Strange verwendet, in dieser psychedelischen Szene vor allem. Und seitdem sind diese digitalen Augen auch Teil der Produktlinie, der Spezialeffekt-Produktlinie von Industrial Light and Magic. Ebenso Gesichtshaare, man glaubt es oder nicht, ich darf die Szenen nicht zeigen, wir haben aber an der neuen ABBA, man hat es wahrscheinlich gehört, dass ABBA praktisch ein großes Theater gebaut hat in London und dort gibt es eine digitale Avatar-Version, absolut sehenswert, ich war dort,
auf der Vorpremiere. Und wir haben da sehr mit den Künstlern gearbeitet. Und Benny hat gesagt, es war fantastisch, aber das Schlimmste wäre gewesen, dass er seinen Bart hätte abschneiden müssen. Und mittlerweile haben wir auch eine Technologie, die das verhindert. Man kann im Prinzip die Gesichtshaare explizit extrahieren und von der Gesichtsoberfläche separieren mit entsprechenden Schätzungen und damit auch die Künstler und die Schauspieler virtuell rasieren. Das ist nicht unwichtig. Wie gesagt, all diese Technologien wurden in unzähligen Filmen mittlerweile verwendet. Hier ist ein kleiner Ausschnitt und sind eben Teil unseres täglichen Produktionsrepertoires. Sie sind eben, haben uns dann auch diesen Tech-Oscar beschert, den zweiten. Den ersten gab es für was anderes, zeige ich später. Jetzt ist es aber so, wir haben ja heute Nachmittag gehört, dass das maschinelle Lernen, vor allem diese tiefen neuronalen Netze, so unglaublich leistungsfähig sind, also quasi Magie erzeugen. Deshalb haben wir vor ein paar Jahren gesagt, wenn wir von unserer konventionellen Technologie, die wir gerade gesehen haben, die sehr leistungsfähig ist, zur nächsten Stufe kommen wollen, dann brauchen wir Daten, weil diese Systeme sind datenhungrig. Also haben wir ein Geheimprojekt gemacht, vor einigen Jahren gestartet, mit Anthropologen zusammen eine Gesichtsdatenbank aufgebaut. Wir haben dazu einen Scanner designt aus 12 Kameras, 4 Lichtquellen. Wir haben 500 Menschen gescannt und zwar nicht nur die hochaufgelöste Geometrie, wir haben auch die Gesichtsfarben. Wir haben vor allem 24 Gesichtsausdrücke und wir haben sie Dinge sprechen lassen, also praktisch Mimik über die Zeit aufgenommen. Wir haben sogar von manchen, von einem Subset haben wir entsprechende CT- und MRI-Daten, also ein unglaubliches Referenzdatenwerk. So, mit dem kann man jetzt einiges tun. Hier sehen wir ein paar Ausschnitte aus dieser Datenbank. Also im Grunde genommen, das ist hier jetzt nur, es sind 3 der Kameras, der 12. Also hier sieht man die verschiedenen Gesichtsausdrücke, die wir aufgenommen haben. Die waren definiert und die mussten von jedem repliziert werden. Hier die Geometrie, da wir natürlich diese leistungsfähigen Scanner haben, können wir Geometrie in extrem hoher Auflösung digitalisieren. Das sieht man da. Und dann selbstverständlich über eine Menge verschiedener Menschen, die auch statistisch repräsentativ sind im Sinne von Gender, Ethnicity und im Grunde genommen Alter entsprechend. So, das ist repräsentativ, eine unglaubliche Datenmenge und mit der, hier auch von einem anderen Gesichtsausdruck, also es ist sehr leistungsfähig. Moment, ich muss gerade zurück. Und ich möchte nicht so sehr auf technisches Detail eingehen, aber für die, die heute Nachmittag da waren und diese tiefen neuronalen Netze gehört haben, insbesondere Christian Theobald, hat das sehr schön dargestellt, wie diese sogenannten Autoencoder, also man gibt praktisch in so ein neuronales Netz ein Bild rein und das führt eigentlich so etwas wie eine Dimensionsreduktion durch, das versucht, die entsprechenden Merkmale auch semantischer Natur des Gesichts sich einzuprägen und die in einem Unterraum hier in der Mitte dargestellt, in einem Code, in einem latenten Code darzustellen. Und den Code kann man so manipulieren, dass man eine Trennung hat zwischen Identität des Menschen und verschiedenen Gesichtsausdrücken. Und wenn man die zwei Repräsentationen entkoppelt hat, da kann man natürlich viele tolle Dinge tun. Zum Beispiel kann man im Prinzip die Bewegung von einem Gesicht auf ein anderes übertragen. Das ist eine Standardaufgabe bei Spezialeffekten. Vor allem, und die ist nicht so einfach, wie man meint, weil wir natürlich aufgrund unserer neuronalen Sensitivität für Gesichtsausdrücke, für Gesichtsbewegung sehr sensitiv sind, wenn eine Bewegung im Gesicht nicht der Realität ist, dann kommt sofort der Uncanny Valley-Effekt mit rein. Und hier bei Menschen ist das noch einfacher, aber sobald man natürlich ein humanoides Wesen hat, so ein Alien, dann wird es eben noch schwieriger. Und das ist eine Aufgabe, die normalerweise sehr viel Fingerspitzengefühl beim Animationskünstler und Effektkünstler braucht, die jetzt sozusagen sehr zuverlässig und auch fast umsonst durch diese Repräsentation, also Herr Theobald hat hier unglaublich viel Pionierarbeit weltweit in der Grundlagenforschung geleistet und wir profitieren natürlich jetzt davon, das machen wir auch gerne. Man kann dann auch anderes tun, man kann zum Beispiel, wenn man diese Repräsentation hat,
die in einen generativen, wir sprechen von generativer Modellierung oder generativen neuronalen Netzen, man kann im Grunde genommen in diesem Raum einen Abtastwert nehmen. Der muss aber nicht einem realen Gesicht entsprechen, aber da der Raum ja Gesichter repräsentiert, werden wir damit ein synthetisches Gesicht bekommen, ein Mensch, der gar nicht existiert auf der Welt, aber der sieht absolut realistisch aus, er könnte genauso gut existieren, nicht? Wir können das nicht mehr unterscheiden. Und das gibt uns natürlich eine Möglichkeit, eine große Anzahl von digitalen Menschen zu erzeugen. Und Sie können sich vorstellen, es gibt sicherlich beliebig viele Geschichten, wo wir realistische digitale Menschen haben wollen, aber nicht unbedingt beliebig viele Schauspieler engagieren wollen. Man kann auch andere Dinge tun. Man kann zum Beispiel diese Gesichtsgeometrie, die wir haben von unseren entsprechenden Abtast- und Scan-Geräten, die kann man automatisch mit neuronalen Netzen komplettieren. Man kann praktisch ein Netz trainieren, dass man sozusagen die Geometrie reingibt und dann im Grunde genommen das Bild vervollständigt wird, weil es typischerweise sehr schwierig ist, Haare explizit zu repräsentieren. Augen, haben wir gesehen, ist auch nicht so ganz einfach und andere Details. Also das ist praktisch auch ein generatives Netz, das halluziniert den Rest einfach drumherum, nicht? Und was ganz wichtig ist bei diesen neuronalen Netzen für uns, ist es, also es wirkt ja magisch teilweise, was diese Systeme zu leisten imstande sind. Aber wir brauchen natürlich die künstlerische Kontrolle. Wir brauchen eine gewisse Art und Weise, wie wir kontrollieren, wie der Künstler kontrollieren kann, was das Netz halluziniert. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil wir nicht vollständig verstehen, wie das Wissen intern in diesen großen neuronalen Systemen repräsentiert wird. Also hier noch gerade ein paar Beispiele, der läuft noch etwas durch, aber alles sehr, sehr realistisch, manchmal kaum zu glauben. Wir haben auch heute Nachmittag gehört, dass wir in der Computergrafik ja Bilder mit klassischen Verfahren erzeugen. Eins davon heißt Raytracing, aber es gibt jetzt seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, neuronale Netze zu trainieren, das Bild selber zu erzeugen. Also die Aufgabe, die praktisch ein klassischer Computergrafik-Algorithmus durchführt, mit sogenannten NeRFs zu erzeugen. Für uns ist das natürlich spannend, weil wir damit im Prinzip fotorealistisch die Gesichter synthetisieren können, direkt über die neuronalen Netze. Wir brauchen also gar keine Computergrafik mehr und zusätzlich auch noch die Tiefeninformationen mit erhalten. Das ist zum Beispiel bei uns auch Gegenstand aktueller Forschung, also von diesen klassischen geometrischen Repräsentationen wegzukommen hin zu diesen komplett neuronalen, wenn man so will. Our pipeline let us swap any number of people in our data. We can train algorithm in a matter of hours to days, allowing us to swap faces just like this. And this. And this. So, wenn man das anschaut, wir haben ja auch über Deepfake gesprochen und es gab ja ausgiebig Diskussionen darüber. Aber es ist natürlich klar, dass diese Technologie für uns absolut einer derjenigen ist, die disruptiv für die Art und Weise ist, wie wir Spezialeffekte auf Gesichtern in der Zukunft machen werden. Was ich zuvor gezeigt habe, auch diese hochkomplexen Geometrien, die sind Teil einer konventionellen Art und Weise, Spezialeffekte zu machen. Und die beinhaltet immer Geometrie, die beinhaltet die entsprechenden Materialeigenschaften und Farben, die zum Beispiel die Haut hat, und dann natürlich die Bewegung. Und dann muss immer noch ein Animationskünstler ran, der sehr viel Detailarbeit manuell reinsteckt, um so einen Hulk zu erzeugen. Mit diesen Technologien brauchen wir keine Geometrie mehr. Die gehen von Video zu Video. Wir nehmen einfach ein Beispielvideo von einer Quellenperson und übertragen das fotorealistisch auf die Zielperson. Wir können dann auch, wie wir gesehen haben, heute Nachmittag Netze trainieren, um, wie gesagt, dann auch völlig neue Gesichtsbewegungen zu erzeugen, also zum Beispiel zu synchronisieren. Und so diese... Our pipeline let us swap. So diese generelle Deepfake-Technologie, die kann man im Internet, kann jeder Software runterladen, die ausprobieren, funktioniert unglaublich gut. Aber es ist dann doch noch ein enormer Weg von
der Qualität, die man so in den Beispielvideos sieht, zu Kinoqualität. Aber sie ist im Kommen und die Technologie wird bereits in Dingen verwendet. Durch diese Repräsentation wiederum können wir, und ich glaube, Christian hat das auch gezeigt am Nachmittag, können wir auch Varianten erzeugen von Personen. Also nicht nur komplett synthetische Menschen oder Bilder von Menschen, sondern Varianten. Also man gibt ein Gesicht rein in einer kodierten Form und sagt dann, na, wie würde der Derek hier jetzt sozusagen im Multivers von Marvel aussehen? Also es sind x Varianten von Derek und die haben erstaunlicherweise irgendwie also so ein bisschen Assoziation und Ähnlichkeit, aber sie existieren nicht natürlich. Das funktioniert auch über die Genders hinweg und das sind sogenannte generative Diffusionsmodelle, die man dafür verwendet. Also alles im Sinne der Synthese neuer digitaler Menschen oder digitaler Geometrie oder halt entsprechender Bilder und Videos. Ich bin zu weit weg. Synthetisches Altern und Verjüngen ist ebenso eine Technologie, die man mit neuronalen Netzen enorm leistungsfähig und enorm einfach bewerkstelligen kann. Und man kann jetzt mal raten, wer ist der Echte? Es ist eher hier links. Muss man sagen, man sieht es vielleicht ein bisschen an den Haaren, aber ich finde vor allem die synthetisch gealterte Version enorm gut. Hier hat man noch ein bisschen sozusagen ein bisschen verschwommene Texturen, das kann man auch lösen. Aber das ist auch eine Technologie, die bereits verwendet wird und ich zeige hier einen Filmclip aus Book of Boba Fett. Weiß nicht, wer es gesehen hat, aber die Star Wars Fans unter Ihnen erkennen sicherlich hier den Luke Skywalker. Der Schauspieler ist mittlerweile, ich glaube, über 70. Und man musste dementsprechend verjüngen. Und in der Tat, in diesen Sequenzen wurde unter anderem halt diese, ich nenne sie mal, Face-Swapping-Technologie verwendet. Ich komme jetzt zur Computeranimation, anderes Thema. Und jetzt kommt tatsächlich eine Gleichung. Die sieht schrecklich aus und die muss man nicht verstehen. Philipp hat die sehr schön erklärt. Das ist unsere Fundamentalgleichung. So erzeugen wir Bilder und so erzeugt man die Bilder in Hollywood, die synthetischen. Wir müssen diese Gleichung lösen und die hat einen Nachteil, da steht die Unbekannte, das ist also die Lichtintensität an einem Punkt, die ist abhängig von irgendwelchen Selbstemissionsvorgängen, wenn es eine Lichtquelle ist, wenn es keine ist, ist es weg und dann eben von dem Licht der gesamten Umgebung. Dummerweise kennen wir aber das Licht nicht. Also wir haben die Unbekannte auf der linken Seite und auf der rechten. Und das ist auch noch eine Funktion. Und das macht das Ding zu einer Integralgleichung. So, und die Integralgleichung, die löst man mit sogenannten Monte-Carlo-Methoden. Wir diskretisieren und müssen dann ganz, ganz viele Samples nehmen. Wir müssen praktisch überall randomisiert im Raum umherwandern und mal gucken, was wir da an Licht finden. Mehr will ich gar nicht erklären. Dummerweise, weil es mal so leistungsfähig wie diese Monte-Carlo-Methoden sind, so schlecht konvergieren die. Und ich zeige das mal am Beispiel gerade. Also das heißt, wenn wir jetzt so einen Film rechnen, dann bekommen wir als Resultat, weil das ja ein randomisierter Prozess ist, eigentlich ein verrauschtes Bild. Das heißt, wir müssen unheimlich viel Rechenkapazität reinstecken, damit das Rauschen da weggeht. Das ist Monte-Carlo-Rauschen. Und man kann sich das leicht überlegen für so einen Feature-Film, 90 Minuten. Wir brauchen typischerweise 4 CPU-Stunden, um das finale Bild zu rechnen, 4 bis 5. Man rechnet das aber nicht nur einmal, das rechnet man halt 100-mal. Und da kommt man auf 500.000 CPU-Stunden, vielleicht noch mal 100, dann sind es 500 Millionen CPU-Stunden. Das ist eine Menge. Und das kostet auch richtig viel Geld. Also wenn man einen Weg findet, das zu reduzieren, kann man Millionen sparen. Und wie macht man das? Man rechnet den Prozess nur bis zu einem gewissen Schritt und akzeptiert ein Restrauschen im Bild. Und dann schickt man ein neuronales Netz drüber. Und das neuronale Netz, das hat man trainiert mit ganz vielen Beispielen, verrauscht, entrauscht, von allen alten Filmen. Da haben wir ja genügend. Das Netz lernt dann, das Rauschen durch Detail zu ersetzen. Magisch.
Und dann kann man es eben in der aktuellen Produktion einsetzen. Und damit spart man enorm viel Rechenkapazität, weil wir die Rechenkapazität auf die Hälfte runterschrauben und der Rest wird durch das Netz gemacht, das sehr, sehr schnell eigentlich entrauschen kann, dann sparen wir viel Geld. Hier sieht man zum Beispiel, wie langsam das Rauschen aus einer Szene herausgeht, wenn wir eben mehrere Stunden rechnen. Also das war jetzt eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Also es wird immer, immer langsamer im Grunde genommen gefühlt. So, das heißt, wir geben das gerauschte Bild ein und das Netz entrauscht. Und wenn man sich das anschaut, das ist wirklich Magie. Es ist unglaublich, informationstheoretisch einfach gar nicht möglich. Im Grunde genommen, vor allem wenn man die Haare anschaut, nicht, die werden rekonstruiert. Da wird für jedes Pixel genau die richtige Farbe gerechnet oder fast die richtige Farbe von diesem Netz. Weil es eben aus so vielen Daten gelernt hat, wie Haare aussehen und wie der Unterschied ist zwischen Rauschen und Nichtrauschen. Hier auch eine Szene aus Frozen, also typischerweise der Rauschlevel ist dann auf der Stufe, nicht, wenn man aufhört zu rechnen und hier das Entrauschte. Wir rechnen dann natürlich, das Netz kann auch über mehrere Bilder hinweg die Information sammeln, damit man eine größere zeitliche Kohärenz bekommt. Nochmal, Rechenkosten, die trotz dem Mooreschen Gesetz, das ja sagt, dass alle 18 Monate im Prinzip die Rechenleistung verdoppelt wird, gehen unsere Rechenzeiten trotzdem hoch mit von Jahr zu Jahr, weil die Szenen immer komplexer werden. Und das, wie gesagt, nochmal, der Denoiser, der auf einem tiefen neuronalen Netz beruht, der ist Teil einer jeden Produktion, wir rechnen nur noch jegliche Spezialeffekte, die werden ja auch so gerechnet und Animationen mit dieser Technologie. Und das bringt mich zur virtuellen Produktion. Es ist ja so, klassischerweise macht man entweder einen Animationsfilm oder einen Live-Action-Film. Der große Unterschied von der kreativen Seite ist, dass wir, wenn wir einen Animationsfilm machen, der wird entwickelt wie ein Computerspiel. Der ist hochiterativ. Zu Beginn haben wir kein Skript, nur eine Idee. Wir sagen, da ist dieser alte Mann, der hat gerade seine Frau verloren. Jetzt kommen diese Baulöwen, die wollen sein letztes Haus, das letzte Grundstück haben. Und dann hat er diese Idee und hängt Luftballons ans Haus und fliegt weg nach Südamerika. Mehr nicht. Und dann wird diese Story entwickelt und unsere Konzeptkünstler, die zeichnen dann Konzepte von Gary und so weiter und so fort von Pixar. Und mit jedem dieser visuellen Konzepte wird die Story oder die Geschichte verfeinert, bis wir am Schluss das Skript haben. Dann fangen wir an, dann rechnen wir ständig und schauen uns die Bilder an und verfeinern die über die Zeit. So, beim Live-Action-Film ist das alles anders, da hat man einen großen Filmset, jeder Produktionstag kostet 1 Million, das heißt, man braucht ein Skript und das Skript wird einfach abgearbeitet und da kann man nicht noch sehr viel kreativ ändern. Aber in den letzten Jahren beobachten wir, dass es zu einer Konfluenz kommt im Produktionsprozess, weil der König der Löwen, ich weiß nicht, wer die letzte Version gesehen hat, die Live-Action-Version, die ist komplett animiert. Die ist aber gedreht, die ist nicht gemacht wie ein klassischer Animationsfilm, sondern die wird in einem schwarzen Raum gedreht. Und der hier sieht man den Jean Favreau, der Regisseur, der hat hier praktisch ein Headset auf, also eine virtuelle Realitätbrille. Und er schaut sich in der Virtualität die Szene vorab an. Man nennt das auch Prävisualisierung. Das Problem ist, er kann diese Tiere nicht beeinflussen, weil in der Prävisualisierung werden die vorab animiert, aber die sind nicht in Realzeit steuerbar. Der kann auch nicht zum Löwen sagen, hey, geh mal langsamer, das gefällt mir nicht. Oder ich will einen anderen Kamerawinkel und so weiter. Und das ist exakt das, wo wir anstreben. Im Grunde genommen sollte der Regisseur in einer solchen virtuellen Umgebung in der Lage sein, mit den Tieren, auch mit den digitalen Charakteren zu reden, wie mit den Schauspielern, ihnen Instruktionen zu geben und sie laufen zu lassen. Spricht nichts dagegen. Technisch absolut lösbar. So, wie macht man das? Im Grunde genommen, ein Schritt ist, dass man auch wiederum tiefe neuronale Netze trainiert die Bewegung. Das hier ist ja praktisch ein digitaler Roboter, nicht der Pinocchio. Der hat bestimmte Bewegungen und eine bestimmte Bewegungsfreiheit und Einschränkungen. Und man braucht einen sogenannten Kontrollmechanismus, wie beim realen Roboter, dass der weiß, wie er sich bewegt und wie er läuft.
Und das kann man eben erfassen, indem man im Grunde genommen einen realen Schauspieler digitalisiert in diesem Motion Capture Suit. Wir haben das gesehen. Ich zeige das gerade schnell nochmal. Müsste eigentlich hier oben kommen. Irgendwann hier wird es eingeblendet. Also das heißt, wir haben den realen Schauspieler, dessen Bewegung wird digitalisiert. Der geht auch in verschiedenen Stilrichtungen. Also der macht verschiedene Arten von Bewegungen. Und all das kann das neuronale Netz lernen. Und danach können wir in Realzeit diesen Pinocchio kontrollieren am Set in der Prävisualisierung. Hier sieht man das auch nochmal, auch wiederum, ich muss den Christian immer wieder referenzieren von heute Nachmittag, weil er auch weltführend ist im Bereich Body Tracking. Ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns, hat man gesehen. Normalerweise bei Pinocchio wurde das Ganze in einem Studio gemacht, wo wir eine sehr kontrollierte Umgebung haben. Für uns ist mehr und mehr wichtig, dass wir auch Personen, die Bewegung digitalisieren können, in wilden Umgebungen, wie wir sagen, dort, wo wir keine Kontrolle haben. Also wir wollen im Grunde genommen ein iPhone oder zwei oder drei aufstellen und aus diesen Videos heraus diese Bewegungen digitalisieren. Das ist hier auch nochmal dargestellt. Deshalb ist auch für uns die Forschung an diesen, an der Digitalisierung von Körperbewegungen enorm wichtig. Also insbesondere für unsere Animationskünstler, die das verwenden, um auch schnell mal vorzumachen, wie sich ein Protagonist oder einer unserer Charaktere im Film bewegen sollte. Dann kommen wir zu physikalisch basierter Simulation. Wir lieben ja Hollywood-Explosionen, oder? Die sind enorm wichtig, fundamental. Und jetzt stellt sich so die Frage, ja, wie rechnet man denn die? Gut. Auch da kommt die zweite Gleichung. Moment, die sollte eigentlich, habe ich die rausgenommen? Nee, eigentlich nicht. Ach so, kommt wahrscheinlich später. Wichtig ist, das sind physikalische Grundgleichungen, die wir lösen, die Navier-Stokes-Gleichung vor allem und dann auch Elastizitätsgleichungen, also die der Kontinuumsmechanik. Wichtig ist für uns, dass die Verfahren, die wir als Informatiker entwickeln, einerseits robust sind, also das heißt, wir wollen ja so Zeug machen, nicht, da darf das numerisch nicht zerfallen oder sich destabilisieren. Und wir haben auch sehr komplexe Oberflächen, nicht? Die müssen wir kontrollieren. Und diese Oberflächen werden ja mit vielen kleinen Dreiecken repräsentiert. Also neben der eigentlichen physikalisch basierten Simulation müssen wir die Fläche, die Geometrie nochmal ganz separat behandeln. Also vor allem dieser Fall ist sozusagen ein Grenzfall. Jetzt kommen die Gleichungen. Also wie gesagt, die Grundgleichung, die muss man auch nicht verstehen. Die hat noch einen größeren Nachteil wie die letzte, die ist nämlich nicht linear, also nicht lineare partielle Differentialgleichung. Die kann man lösen, die hat eine Randbedingung, das ist die der Inkompressibilität. Man weiß, wenn ich Wasser habe, das kann ich nicht zusammendrücken, das heißt, die Divergenz des Flusses ist null. Und die im Prinzip die Gleichung macht eine Aussage darüber, wie sich Druck und wie sich der Geschwindigkeitsvektor an jedem Punkt in der Flüssigkeit verhalten über die Zeit. Das Problem, den kann man lösen mit zwei klassischen Ansätzen, Euler-Verfahren, Lagrange-Verfahren. Das Problem ist, für Hollywood sind diese Lösungen für unsere Künstler zu wenig turbulent, da ist zu wenig Leben drin und die sind generell zu langweilig. Das heißt, Künstler wollen die Gesetze der Physik verändern. Und was natürlich schwierig ist, aber trotzdem, wir müssen uns das überlegen. Was tun wir? Wir nehmen ein neuronales Netz, das diese Gleichung manipuliert, das synthetische Kräfte in die Gleichung reinbringt, sodass wir das erreichen, was die Physik nie erreichen würde, also virtuelle Kräfte, grob gesprochen. Wie man das macht, ist hier dargestellt. Jetzt die Künstler wollen ja sehr intuitiv arbeiten. Die sagen, ich habe so einen turbulenten Fluss, wie hier links dargestellt. Also links immer die Lösung der Gleichung und rechts ist das dann, was das Netz manipuliert. Wir wollen aber nicht explizit beschreiben, wie es manipuliert. Der Künstler sagt, ich will dem ein Bild geben mit einem Muster drauf. Und dieses Muster soll in dem Fluss einfach abgebildet werden. Und tatsächlich, wir schauen es uns an, links die Originallösung, links ist das, was die Physik uns sagt und rechts ist das Manipulierte. Und das zeigt auch wieder, vorangehend, die neuronalen Netze sind nicht die Lösung für alles. Wenn wir
das Phänomen physikalisch verstehen, dann sollten wir auch damit rechnen, also mit parametrischen Modellen. Wir können aber die Netze verwenden, um Randbedingungen zu erzeugen, die in der Realität nicht möglich sind, beispielsweise. Und das funktioniert sehr gut. Das hier ist ein kubistisches, man kann wahrscheinlich auch bestimmte künstlerische Stilrichtungen hier erkennen. Funktioniert mit allem, funktioniert auch mit Schweizer Schokolade, hier ein viskoses Medium, das dann entsprechend manipuliert wurde. Und damit hat man plötzlich ein Tool geschaffen, das einerseits den Gesetzen der Physik gehorcht, aber andererseits dem Künstler natürlich eine enorme Freiheit gibt, zu manipulieren. Und das wurde ursprünglich als Teil einer Doktorarbeit bei mir entwickelt und dann aber schnell von unseren Animationskünstlern aufgegriffen in Raya and the Last Dragon, diese Schlussszene. Da wird sehr subtil eingesetzt. Also man muss schauen, das ist die Lösung, dann hier die stilisierte Lösung. Im Moment macht Pixar in dieser Film, ich kann leider nicht darüber reden, über unreleased Content, aber Pixar macht gerade einen ganzen Film mit dieser Technologie, der wird bald rauskommen und Sie werden dann wahrscheinlich an mich denken. Sag mal. Ja, ja, genau, logisch. Gut, damit komme ich zum ziemlich letzten Thema, noch ein paar Minuten. Videoverarbeitung. Wir haben gesehen, dass eine der Paradebeispiele und ist für leistungsfähigen Einsatz von tiefen neuronalen Netzen sind im Prinzip die Verarbeitung von Bilddaten und Videodaten. Und meine Vorredner auch heute Nachmittag haben das wunderbar, der Stefan insbesondere, dargestellt, was man alles machen kann im Bereich selbst, also Autonomous Driving und entsprechende Algorithmen. Wir verwenden die Verfahren für einfache Aufgaben, aber Aufgaben, die auch wiederum mathematisch-informationstheoretisch schlecht gestellt sind, eigentlich gar nicht lösbar sind. Das heißt zum Beispiel, man hat ein Bild schlechter Qualität und man will jetzt ein höher aufgelöstes Bild. Ja, wo bekommt man die Information her? Eigentlich nirgends. Wenn man das spektral mit Fourier-Transformationen löst, dann bekommt man halt die Hochpassanteile sind null. Die kann man nicht invertieren, das geht einfach nicht. Und wenn man natürlich ein neuronales Netz nimmt und trainiert das mit 100 Millionen Bilder aus der realen Welt, dann lernt das Netz irgendwo den Detail einzufügen. Das versteht den Unterschied zwischen niederaufgelösten und hochaufgelösten. Das Netz ist sogar halluzinativ, also das heißt, es kann Details erzeugen, wo gar keine sind. Und der Grad der Halluzination, zum Beispiel bei hochaufgelösten Details oder Texturen, den können wir im Grunde genommen kontrollieren. Das ist ein Parameter für den Künstler. Diese Technologie wird bei uns in der Produktion massiv verwendet, weil wir durch die Plattform Disney Plus einfach unheimlich viele Inhalte haben, die mal vor 30 Jahren erzeugt wurden, die jetzt in Archiven rumliegen, die aber von niederer Bildqualität sind. Mit dieser Technologie, hier sieht man also von einer Show Mark Twain and Me, links, das ist praktisch, sind die Daten, die man hat und rechts sind die, die man erzeugt. Übrigens, man muss das Rauschen hier beobachten, das Bild ist nicht rauschfrei. Das Ziel ist es aber auch nicht, das Rauschen zu entfernen, sondern das Rauschen ist Teil des künstlerischen Ausdrucks dieses alten Materials. Das ist Camera Crane und den will man erhalten. Also das heißt, man muss sogar das Rauschen separieren zuerst und das gut aufheben und dann löst man das, erhöht man die Auflösung von Bildern, dann addiert man es sogar wieder drauf. Also all das wird gemacht, auch wiederum Teil der künstlerischen Kontrolle, die wir brauchen. Hier aus Star Wars Szenen Clone Wars links, das sind so konventionelle Techniken und rechts ist das, was man erzeugen kann. Oftmals hat man auch zum Beispiel Material wie hier links, das nennt man Interlace, das ist ein altes Fernsehformat, das man praktisch in zwei Bildern in einem Video einmal die ungradzahligen Zeilen überträgt und einmal die gradzahligen, um Bandbreite zu sparen, nicht? Und das ist eigentlich eine Variante dieses Auflösungserhöhungsproblem. Rechts sehen wir die Resultate. Auch hier Lizzie McGuire, auch wiederum unglaublich, was diese Netze aus den Daten machen. Hier auch ein bisschen Live-Action-Content, auch wieder in der Mitte das Rauschen, hier deutlich sichtbar, wurde explizit behandelt. Zum Schluss vielleicht noch
Eine andere Sache, wenn man sich überlegt, dass man ja in diesen Animationsfilmen so viele einzelne Bilder rechnen muss, da könnte man ja sagen, na gut, wir könnten ja auch nur jedes zweite Bild rechnen und dann dazwischen über die Zeit mit so einem neuronalen Netz sehr intelligent das Bild, das fehlt, synthetisieren. Man nennt das auch In-Betweening, ist ein altes Problem seit der klassischen 2D-Animation. Und das kann man in der Tat machen. Wir arbeiten im Moment an einer Technologie, die im Grunde genommen in der Lage ist, was man hier also recht sieht, das sind schon diese interpolierten Szenen. Man könnte dann theoretisch die Hälfte der gesamten Rechenzeit noch mal sparen. Nicht, man hat so einen Parameterraum. Man kann sagen, ich kann das Bild ja eigentlich auch in niedriger Auflösung rechnen, das Netz interpoliert es hoch. Ich kann natürlich auch nur jedes zweite Bild rechnen, das Netz synthetisiert das Bild dazwischen und. Aber im Grunde genommen zielt alles darauf ab, die Rechenzeit zu minimieren. Und weil die teuer ist und eben immer noch schwer zu handhaben, wir rechnen auch nicht in der Cloud, sondern wir betreiben unsere eigenen Rechnersysteme, die sind auch Tag und Nacht ausgelastet. Ich will noch ganz schnell einen Ausblick geben. So bisher habe ich Technologien der künstlichen Intelligenz gezeigt, die im Grunde genommen schon in Produktionen verwendet werden und uns massiv Rechenzeit sparen oder halt das Spektrum des künstlerischen Ausdrucks signifikant erweitern. So, das sind alles Technologien, die sind sehr nah dran oder sie werden bald verwendet. Aber es gibt natürlich noch viel spekulativere Gedanken, wie man künstliche Intelligenz verwenden kann. Wir haben alle den Begriff Metaverse gehört, er ist in aller Munde, keiner weiß so richtig, was es ist. Aber im Grunde genommen, ich habe gerade gesehen, da ist leider, habe ich hier ein Typo drin, aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir das Geschichten erzählen im Metaverse überdenken wollen. So, wenn wir diese digitale Überlagerung der virtuellen Welt haben, der realen Welt haben, in der wir uns bewegen tagtäglich, dann muss man sich fragen, was wird aus unseren Charakteren? Und eine der Visionen ist natürlich, dass wir den Aladdin aus dem Film rausnehmen, vor uns stellen und mit ihm reden. Der wird unser Freund fürs Leben. Wir können mit ihm Dialog haben. Der ist in Character. Der verhält sich wie Aladdin. Der hat dieselbe Persönlichkeit und so weiter und so fort. Man kann sich leicht vorstellen, dass das eine schwierige Aufgabe ist. Und ich will mal kurz dieses Beispiel zeigen. Wir haben anlässlich des 100-jährigen Jahrestags des Nobelpreises unseres berühmtesten Studenten, berühmtesten Professors, berühmtesten Kollegen der BBAW, berühmtesten Kollegen der Leopoldina, er ist wirklich überall dabei, eine Vision erzeugt, wie eine solche Character Interaction aussehen könnte. What is that? Hey! Hey you! Er spricht Englisch. Me? I can see you. Okay. You don't hide. Aber er hat einen guten deutschen Akzent. You can sit down. Also das haben wir ihm gegeben. Little Schwatz. All right. Yes, I mean you. Please, make yourself comfortable. Hey. Do you know who I am? I think you're Albert Einstein. You were fooled by electronic trickery. You see, I am not the real Albert Einstein, merely an avatar, or as I like to call myself, okay, a Schwatzbot. I see. Before we can talk, I have to check if you're a real human and not a robot. Are you a real human? Yes, I think so. Are you sure? Prove it and read these words to me. Okay, Olympia Academia. So, jetzt geht's so weiter. Jetzt kann man mit dem Albert Einstein einen schönen Dialog führen über seine Zeit als Student an der ETH, als Professor an der ETH, über seine Socken, die er nie trägt, über seine Frau, über Gott und die Welt. Und man kann im Prinzip, erzählt er auch noch Witze dazu. Aber man muss dazu sagen, es ist kein freier Dialog. Der Dialog ist geskriptet. Also wir ziehen praktisch den Benutzer oder den Gesprächspartner in eine Geschichtswelt hinein. Die ist sehr nicht linear und das ist ein ganz großer Graph, aber sie ist endlich. Wir können nicht über alles mit ihm reden. Ich habe hier noch mal ein Beispiel. Albert. Ja, das Albert war's. Albert Einstein.
wie das Ganze zustande gekommen ist. Das ist unser Präsident, der auch Physiker ist und einen Dialog mit ihm führt. Hier sehen wir die Recording Sessions, also da haben wir praktisch mit unserem Schauspieler, der sozusagen den Einstein verkörpert, die Dialoge aufgenommen. Das hier ist das geometrische Modell. Hier sieht man auch, wie dieses digitale Puppenspiel erfolgt. Man hat ein sogenanntes Rig darüber. Das gibt die Anzahl der Freiheitsgrade der Bewegung von Albert Einstein vor. Und dann kann man das alles zusammenbauen und im Grunde genommen diesen digitalen Charakter und dieses digitale Storytelling erzeugen. Ich will nur mal ein paar der Forschungsfragestellungen hier zusammenfassen, die es dafür braucht. Also generell wollen wir den Dialog erweitern. Wir haben diese Plattform Einstein an der ETH. Also der Professor ist natürlich sehr beschäftigt und reist immer in der Welt rum, aber manchmal ist er dann im Hauptgebäude. Wenn Sie mal nach Zürich kommen, bitte einfach ins Hauptgebäude gehen. Da kann man sich in so einen bequemen Sessel reinsetzen und mal ein bisschen den Schwatz halten. Mit Albert. Im Moment sind wir dabei, generelle Dialoge zu machen, also die an sozusagen Dialogsysteme anzubinden. Die leistungsfähigsten sind PlanderBot, Googles Lambda und GPT-3, was sehr schwierig ist, weil wir müssen die Integrität der Figur erhalten. Also der darf nicht Dinge sagen, die ihn Albert Einstein nie sagen würde. Wir brauchen seine Persönlichkeit, wir müssen die Emotion projizieren, wir brauchen KI-basierte Animation dafür, wir brauchen die Synthese der Stimme. Wir müssen generell eine Wissensrepräsentation anschließen. Wir wollen ja auch Fragen stellen, Wissensfragen stellen. Nicht? Für unsere Charaktere bei Disney gibt es sogar noch ein anderes Universum, in dem die sich befinden. Und das Wissen brauchen die ja auch. Zum Beispiel der Aladdin muss wissen, wer ist denn die Jasmin? Und dann die ganze Interaktion mit der realen Welt, am Ende sogar noch Intention und aktive Planung. Also man hat praktisch hier das gesamte Spektrum aller schwierigen Fragen der künstlichen Intelligenz, die uns auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte sicherlich noch beschäftigt halten werden. Aber wir glauben, dass diese Art der digitalen Charaktere auch in einer gemischt virtuellen, digitalen und realen Welt des Metaverse eine ganz zentrale Rolle spielen werden. Im Übrigen, die großen Pioniere des Dialogs von natürlicher Sprache, einer sitzt hier und hat mich vorgestellt, der Professor Walzer hat eine unglaubliche Pionierarbeit geleistet in dem Gebiet und war einer der absolut Ersten. Ein anderer durfte ich als junger Mensch mal kennenlernen, das war der Joseph Weizenbaum. Ich glaube, Sie haben ihn auch gut gekannt, absolut nicht. Und da hat alles mit angefangen, mit ELIZA und mit den Dialogsystemen aus Hamburg. Und es ist auch schon unglaublich, wenn man sich mal mit einem dieser Chatbots, mit GPT-3 verbindet, das kann man machen auf dem Internet und einfach mal einen Dialog hält. Das ist unglaublich gut. Nicht, also wir kommen hin, aber es braucht noch eine Weile, es braucht vor allem Mechanismen zur Kontrolle des Dialogs. Also wenn man GPT-3 mal fragt, sich einen Witz erzählen lässt, ohne dass der Sicherheitsmodus drin ist, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Ich möchte noch ein Schlusswort sprechen. Ich hoffe, es war unterhaltsam erstmal. Und zweitens, dass ich Sie überzeugen konnte, dass die Methoden der künstlichen Intelligenz bereits für uns in Hollywood zu einem absolut zentralen Werkzeug in der Film- und Medienproduktion geworden sind und dass sie die Basisform für eine ganz neue Generation von interaktiven, intelligenten Geschichten, die wir dann mit unseren Charakteren erzählen können. Wie Einstein ist nur ein ganz kleines Beispiel. Damit bedanke ich mich und theoretisch. Ja, das war's. So, danke schön. Danke, ja. Merci. Ja, hervorragend. Ich glaube, das war genau passend zu der Tagung, obwohl es mal eine ganz andere Anwendungswelt. Wir haben ja heute schon viele Bilder auch in den letzten Tagen gesehen, aber das sind nun ganz besondere Bilder im Unterhaltungsbereich.
Ganz herzlichen Dank. Wir haben auch für die Zeiteinhaltung, Sie haben die Stunde genau eingehalten, sodass wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben. Die meisten sind wahrscheinlich auch hungrig und wir haben gleich noch einen Referentenempfang. Trotzdem, Fragen sind jetzt noch gerne entgegenzunehmen. Ja, da ist auch schon die erste Frage. Also besten Dank für den super Vortrag. Wenn ich nach vorne gucke, wie lange brauchen Sie noch teure Schauspieler? Wie lange brauchen Sie noch Regisseure und wie lange brauchen Sie noch Autoren? Ja, das ist eine gute Frage, die wird immer wieder gestellt und die ist auch, es ist sicherlich so, dass es gibt ja gewisse Genres von Filmen und für uns, wir bei Disney, wir machen natürlich aktionsgeladene Filme, bei der wir auch sehr viele humanoide, also nicht humane Charaktere haben, wie zum Beispiel Thanos oder wie den Hulk. Und die werden im Moment durch Schauspieler getrieben, also nicht nur die Physiognomie, sondern auch das ganze Verhalten. Ich glaube, wir werden schon noch eine gute Zeit lang einen guten Schauspieler brauchen. Ich glaube, es wird auch immer ein Filmgenre geben, die Indie-Filme, also King's Speech oder was auch immer, die wir nie und nicht und auch gar nicht durch künstliche Intelligenz ersetzen wollen. Aber wir können natürlich mit der künstlichen Intelligenz Nebenrollen besser besetzen. Wir können auch uns synthetisch multiplizieren, wenn wir große Mengen von Menschen haben und so weiter. Und wir können Geschichten über lange Zeiten erzählen, weil wir Menschen beliebig altern und jung machen können. Also das heißt, es bereichert eigentlich sozusagen die kreative Welt. Was die Geschichten betrifft, ist es, ich persönlich glaube, also ich habe sogar noch ein Beispiel von einem Kurzfilm, der wurde mit GPT-3 erzeugt, der gesamte Dialog oder der größte Teil, der ist nicht schlecht. Ich persönlich glaube aber, dass dort man die Menschen nicht ersetzen werden wird und will. Wir haben selbst auch schon Methoden entwickelt, um Geschichten zu synthetisieren. Aber ich glaube, bis man zu der Tiefe einer guten Geschichte kommt. Wir sind auch der Überzeugung, dass Geschichten erzählen kann nicht jeder. Man behauptet zwar, das ist auch eine kontroverse Diskussion, ob Geschichten erzählen demokratisiert wird, aber man muss sich wirklich mal die Tiefe einiger der Pixar-Geschichten anschauen und wie die entstanden sind. Ich glaube, bis man ein vollautomatisches System hat, das auf dieser Stufe Storys erfinden kann, da glaube ich, wird es noch sehr, sehr lange dauern und hoffentlich dauert es auch noch lange. Das ist gar nicht unser Ziel. Das soll das menschlich kreativ-künstlerische Domain bleiben, hoffentlich noch lange. Ja, hier eine zweite Frage bitte in der Mitte. Ja, vielen Dank für diesen ganz hervorragenden Vortrag. Für jemanden, der engagierter Hobbyfilmer ist, war das ganz besonders toll. Deshalb die Frage, Sie haben gezeigt, wie man verrauschte Bilder KI-basiert wieder wunderbar hinkriegen kann. Gibt es das auch schon im Bereich von normalen Amateurprogrammen? Ja, ich denke, es wird jetzt eine ganze Generation, also Adobe als Firma zum Beispiel, arbeitet ja auch an vielen dieser Technologien. Und ich denke, es ist wie mit vielen Technologien so, die werden immer sozusagen irgendwo finden die einen Anfang und dann werden die demokratisiert. Das heißt, ich bin der Überzeugung, man hat auch schon in Photoshop, hat man viele Funktionen, die basierend auf neuronalen Netzen sind. Und es wird eigentlich diese, gerade weil sie so leistungsfähig und magisch auf Bildern sind, erwarte ich das in den nächsten 2-3 Jahren. Auch in jedem iPhone steckt schon unheimlich viel Intelligenz oder in so einem Samsung-Handy, wenn man nachts ein Bild fotografiert, nicht? Da passiert sehr viel. Ja. Vielleicht darf ich da sogar eingreifen, weil das für die Schüler noch ganz interessant ist. Ich bin die Firma Cevi ist ja einer der größten Digitalbildhersteller hier. Und da weiß ich es Folgendes. Viele Schüler, aber auch Erwachsene, machen ja Fotos auf dem Smartphone und schicken das dann per WhatsApp. Und jetzt kommen sie auf die tolle Idee, an Weihnachten wollen sie ihrer Mutter oder Großmutter ein schönes Fotobuch schicken. Und da kommt ein Riesenproblem, weil die Auflösung bei WhatsApp ist ja grausam. Das Bild ist ja derartig komprimiert und fürs Handy geht das. Wenn Sie jetzt so ein schönes Foto buchen, was macht CW? Genau das, was Sie gesagt haben, ist halluziniert. Da werden praktisch, Sie kriegen nachher, schenken Ihrer Mutter oder Großmutter ein Bildband, der eigentlich fiktiv ist. Denn der wird mit neuronalen Netzen, werden da überall Pixel ergänzt, die nicht durch die Komprimierung nicht mehr da sind. Also was ich damit sagen will, wenn Sie ein bisschen intelligent
als Schüler, bitte WhatsApp nicht unbedingt. Nehmen Sie auch die Rohbilder noch auf Ihrem Handy, löschen Sie die nicht und schicken Sie die an CW. Dann ist es auch ein unheimlicher Energieaufwand. Gestern wurde ja kritisiert, Informatik kostet zu viel Energie, und das ist aber selbst erzeugt, wenn ich Schrott hinschicke, Garbage in, Garbage out. Ne? Und da müssen wir KI benutzen, um wieder die hoch zu transformieren. Ja, weitere Fragen? Ja, ich würde bei dieser Technologie bleiben, und ich stelle mir die Frage, wie gut können Gesichter restauriert werden? Weil ich meine, das kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, dass so ein Gesicht, das runtergerechnet ist, dann wirklich noch realistisch aussieht. Ja, es ist sicherlich so, dass mit neuronalen Netzen, weil sie einfach nicht den Gesetzen der klassischen Information, die gehören schon den Gesetzen der Informationstheorie, aber im Grunde genommen das, was man mit klassischen signalverarbeitenden Verfahren in der Vergangenheit gemacht hat im Bereich der Restauration, ist natürlich nicht annähernd so leistungsfähig wie das, was man mit neuronalen Netzen machen kann. Und ich glaube, Christian und Stefan können das besser beantworten wie ich, diese nähernde Grundlagenforschung. Aber die Tatsache, dass wir mit diesen Autoencodern ein Gesicht mit relativ wenigen Merkmalen in diesem latenten Raum repräsentieren können, der gibt mir dann die Möglichkeit, so einen niederdimensionalen Vektor vorzugeben und dann das Residuum drauf zu halluzinieren, sodass die Identität erhalten bleibt. Also da erwarte ich schon, wir haben selber nicht an Rekonstruktion gearbeitet, also wir haben kein spezielles Verfahren zur Rekonstruktion der Gesichter, wir machen das alles mit dem Standard-UpRes-Tool, aber ich glaube, da gibt es unglaublich viel Potenzial. Ja, Herr Kollege Hofer. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen fantastischen Vortrag. Sie arbeiten einer, wie soll ich sagen, positiv besetzten Industrie zu. Wenn ich jetzt der Chef von Nordkorea wäre, oder vielleicht auch Herr Putin. Ich glaube, ich wäre ein ganz großer Fan von Markus Groß. Denn ich könnte mir vorstellen, dass diese Techniken eingesetzt werden, wenn der tatsächliche Machthaber verstirbt, es aber hilfreich wäre, den noch ein paar Monate am Leben zu halten, dann nehmen wir einfach den Groß und sorgen dafür, dass das passiert. Wie schätzen Sie das ein? Ja, ich glaube, es ist generell so, und es gibt ja auch jüngste Beispiele, obwohl das Putin-Beispiel wurde nicht mit Deepfakes gemacht, glaube ich, ist am Ende des Tages rausgekommen. Aber es ist natürlich naheliegend, diese Methoden zu missbrauchen. Ich glaube, ähnlich wie in der Kryptologie, glaube ich an die Macht der Forensik, also weil auf der anderen Seite, einen Seite hat man die Deepfakes, auf der anderen Seite gibt es natürlich speziell auch akademischen Gruppen, die, man kann ja die Netze auch dazu zu verwenden, praktisch Fälschungen zu detektieren, die mit dem Auge nicht sichtbar sind. Also ein kleines Beispiel ist, es gibt halt im Grunde genommen, man kann sogar, wenn man Video hat und auf der Stirn im Grunde genommen den Herzschlag detektieren. Und wenn der unregelmäßig ist und wenn der nicht übereinstimmt, das ist so eins der vielen Features forensisch, die möglich sind. Also man kann Netze gezielt darauf zu trainieren, viel sensitiver zu sein, wie eigentlich das menschliche Auge. Und wir, bei uns hören die Verfahren auf, wenn sie ununterscheidbar werden, weil wir sind ja visuell interessiert, nicht forensisch. Also ich glaube, da wird es wahrscheinlich immer einen Wettlauf geben zwischen beiden. Aber es ist wie mit vielen Technologien, Missbrauch ist durchaus möglich. Ja, eine letzte Frage können wir noch gerne haben. Ja, und das ist Frau. Ja, ich habe nämlich eine Frage zur Forensik, aber zum positiven Einsatz ihrer Techniken. Da gibt es ja immer diese Bilder, oft sehr verrauscht, von kleinen Kindern, die schon seit 10 Jahren vermisst werden. Mhm. Da gibt es ja jetzt auch immer diese Bilder, so sieht die Person jetzt vielleicht aus. Und ich denke, die sind noch nicht auf dem Stand, dem Sie jetzt sind. Versuchen Sie da auch zum Beispiel mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um mehr realistische Bilder zu kriegen, wie eine Person zum Beispiel nach 20 Jahren wahrscheinlich aussehen würde? Ja, wir haben, ich muss dazu sagen, es ist eine differenzierte Antwort. Wir haben in meinem alten Leben vor Disney, als ich nur Professor war an der ETH, habe ich mit Forensikern öfters zusammengearbeitet, auch für Gesichtsrekonstruktion, in den letzten Jahren nicht mehr so sehr. Wir sind im Moment dabei, diese Methoden der Medizin
zur Verfügung zu stellen, weil da gibt es unheimlich viele Anwendungen der Gesichtschirurgie und ähnlich auch eine Augenchirurgie durch diese Augenscanner, die so leistungsfähig sind. Da sind wir dran. Ich persönlich glaube, es braucht auch, wenn man wirklich für forensischen Einsatz wird man, und ihr mögt mir das bestätigen, braucht man, glaube ich, etwas andere Ansätze, weil ich glaube, da kann man noch viel gezielter, wenn jetzt mein Ziel wäre, aus dem verrauschten Bild von einem Kind Identität und Alter in sehr hoher Auflösung zu bestimmen, kann man solche Dinge als Basis nehmen, aber ich glaube, da braucht es dann schon noch ganz gezielte Forschung und Entwicklung. Und ich denke, ich verfolge nicht die gesamte Literatur, aber ich denke, es gibt sicher akademische Gruppen, die in dem Bereich tätig sind. Und wir werden da sicherlich, ich glaube nach wie vor daran, also es ist gegenüber den klassischen Signalverarbeitungs-Informationstheorie-basierten Verfahren sind diese Verfahren hier, ist eine ganz andere Liga, nicht? Das ist eine andere Liga. Ja, das bringt uns jetzt zum Ende. Nochmal vielen herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen zu später Stunde. Und Dankeschön.